Mond war schön und schon war unser ersten Rendezvous. Brachen wir im Mondenschein so einige Tabus. Ist es möglich, dass ein Mädchen so verwegen küsst? Aber wenn wir redeten, erzählte sie nur Mist. Ich frage mich, warum ist diese Ruth nur so bescheuert und küsst dabei so gut? Ruth küsst gut und ist ansonsten idiotisch. Isabel ist hell im Kopf, aber unerotisch. Mädchen, die mir beides bieten, traf ich leider nie. Sag mir, was bist du für eine Kategorie? Sag mir, was bist du für eine? Isabel war intellektuell und inspiriert. Oft haben wir zusammen bis zum Morgen diskutiert. Leider fanden wir im Leben keinen Kompromiss, weil sie mir beim Küssen immer auf die Zunge biss. Sie war humorvoll und intelligent. Wir haben uns ohne einen Abschiedskuss getrennt. Ruth küsst gut und ist ansonsten idiotisch. Isabel ist hell im Kopf, aber unerotisch. Mädchen, die mir beides bieten, traf ich leider nie. Sag mir, was bist du für eine Kategorie? Sag mir, was bist du für eine? Ruth küsst gut und ist ansonsten idiotisch. Isabel ist hell im Kopf, aber unerotisch. Sag mir, was ein Mann wie ich in meiner Lage tut. Ich bin klug wie Isabel und küsse mindestens wie Ruth. Ich bin klug wie Isabel und küsse mindestens so gut wie Ruth. Was bist du für eine Kategorie? Was bist du für eine Kategorie? Und was bist du für eine? Sag mir, was bist du für eine? Und was bist du für eine Kategorie? Und was bist du für eine? Sag mir, was bist du für eine Kategorie? Und du! Hab ich schon gemacht. So, jetzt muss ich selber mal nachsehen. Was kommt jetzt für eine Nummer? Jetzt kommt die 7. Jetzt kommt die 7. Ich steht gar nicht drauf, was das für ein Song ist. Habe ich auch für mich geschrieben, weil ich ja dachte, dass... Also hier steht, Lebenskrisen, Interessenskonflikte, Durchsetzungsstrategien. Hört sich an wie aus einem Managerseminar. Ja, das ist aus einem Rhetorikseminar, wo ich mal... Ach, ein Rhetorikseminar? Da ging es auch also um so Durchsetzung. Genauer interessieren. Was hast du denn von diesem Rhetorikseminar profitiert? Also wenn du heute deine Interessen vertreten musst, wie gehst du davor? Ich suche das offene Gespräch. Ja, Gespräch, ja. Aber welche taktischen Kniffe wendest du dabei an? Ich bin eigentlich ein ganz guter Charmeur. Ah ja, eigentlich ein ganz guter Charmeur und in diesen offenen Gesprächen lässt du dann deinen Charme raus. Raus. Was machst du aber, wenn jemand nicht nachgeben will? Dann mache ich Druck. Druck? Und welche Art von Druck? Ich sag nichts mehr. Du sagst nichts mehr und was passiert dann? Ich sitze da, sag nichts mehr. Da kommt tierisch Druck auf, bis der Gegner, also die Frau, irgendwann leidet, vielleicht weint. Dann muss ich natürlich zusehen, dass das Ganze nicht nach hinten losgeht. Such vielleicht wieder das offene Gespräch. Es gibt natürlich etwas effektivere und intelligentere Methoden, um Druck zu machen. Und eine davon stelle ich Ihnen jetzt vor.